Auch das ist schwer zu sagen. Es ist. Kirk war natürlich das Original einfach. Klar. Und mit Kirk ist ja auch Spock sofort in Verbindung. Er war einfach, finde ich, die herausragende Person. Also ich würde mich, wenn es zu einer Entscheidung käme, noch schwerer tun, nicht Kirk und Picard, sondern eher Spock und Data. Das waren eigentlich für mich die beiden großen Protagonisten dieser Serie. Ich will jetzt auch gar keinen rausgreifen. Kirk. Ist doch klar, ich meine, als ich Kirk kennengelernt habe, da, also Kirk im Fernsehen gesehen habe, da war ich ein kleiner Junge, ein Jugendlicher. Picard war später. Da hat man schon eine deutliche, also ich auf jeden Fall eine deutlichere Distanz zu Sci-Fi gehabt oder zu Enterprise und Konsorten, Star Trek. Picard ist tiefsinniger. Ich sag jetzt mal, Kirk hat viele Eigenschaften, die ich bewundere, aber Picard und seine Besatzung, da ist noch viel mehr Tiefsinn drin. Das ist wirklich die Weiterentwicklung und deswegen würde ich eher sagen Picard. Kann ich, gibt es nur eins sozusagen? Ich habe ein gewisses Faible für alte Dinge und Originaldinge und Vintage, deshalb würde ich sagen Kirk. Picard, Jean-Luc forever. Oder so.